Im heutigen Video erkläre ich euch, wie ihr Sachen aus Japan nach Deutschland bestellen könnt. In den meisten Fällen ist das sehr, sehr schwer. Wir werden es aber heute anhand dem Beispiel von einem Pokémon-Produkt machen. Wir kaufen eine Pokémon-Box, das Pokémon-Set, das Display 151. Warum ist das so wichtig mit diesem Display? Weil aktuell kostet das Display bis zu 200 Euro und noch mehr für ein Display. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr das hier für 35 Euro, glaube ich, UVP kaufen könnt. Das finde ich besser als 200 Euro. Das ist mal mein Eindruck. Und schaut euch dieses Video wirklich, Freunde, schaut es euch komplett an. Nehmt euch die 5, 6 Minuten, je nachdem wie lange es geht, auch wenn es vielleicht 10 Minuten geht, schaut es euch komplett an, weil ihr könnt das Wissen, was ihr hier rauszieht, anwenden für die Zukunft. Wenn irgendein anderes Hype-Set kommt, was jeder haben möchte, was es in Japan zum UVP gibt und ihr euch dann fragt, wie bekomme ich das? Wie kann ich das kaufen? Aha, stimmt ja, ich habe dieses Video hier angeschaut und jetzt weiß ich das. Ich sage das ganz explizit gleich am Anfang, weil ich habe jetzt schon 2 oder 3 Mal so eine Art von Video gemacht, aber hier werde ich nochmal alles gebündelt zusammenfassen und dann sollten eigentlich alle Infos vorhanden sein. Der Ablauf wird immer der gleiche sein, wenn ihr was aus Japan bestellen wollt. Ihr braucht einen Proxy-Service, ihr bestellt es und dann gibt es noch weitere Abwicklungen plus noch natürlich auch Kosten, weil Versand muss man halt einfach zahlen, was dazu kommt. Und nach diesem Video werdet ihr es wissen und könnt das komplett unabhängig von mir anwenden für die nächsten Sets. Okay, etwas längeres Intro, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt rein zur Bestellung. Und auch gleich am Anfang seht ihr, das hat auch alles schon gut funktioniert. Ich habe bereits einmal das 151 bestellt, dann noch ein Set vorher, das wird auch im August dann kommen zum Beispiel. Das sind beide sehr nachgefragte Sets, das war auch hier bei über 200 Euro. Das habe ich einfach so privat für mich gekauft und auch hier, weil das auch manchmal Leute kommentieren, das kann ja gar nicht funktionieren. Du kannst nicht mit einer Proxy-Adresse die Lotterieverkäufe, was ist ein Lotterieverkauf? Per Zufallsprinzip wird ausgewählt, wer was kaufen kann. Und hier seht ihr Lotterieverkauf, Pokémon-Karten, Game, Heightless, Faustor Universe. Das habe ich auch gewonnen. Das war natürlich viel Glück, aber es funktioniert. Nur weil halt viele es nicht bekommen. Was glaubt ihr denn, Freunde? Die ganze Welt macht damit, weil jeder japanische Karten haben möchte. Oder auch hier auf Bestellung gefertigt, die Precious Collection. Und die kostet mittlerweile auch das 3- oder 4-fache vom UVP. Wichtig, vom UVP. Versand und Zoll etc. nicht mit einbeschlossen, aber vom UVP. Trotzdem, es funktioniert. Es ist nicht schwer. Das Video ist in 4 Schritten jetzt aufgebaut. Der erste Schritt ist einmal die passende Erweiterung. Die Seiten sind auf Englisch, teilweise auf Japanisch sogar. Ihr wollt es aber auf Deutsch haben. Was kann man da machen? Das zeige ich euch dann. Der zweite Schritt ist einmal, ihr braucht eine Proxy-Adresse, weil das Pokémon Center zum Beispiel nicht nach Deutschland liefert. Eine Proxy-Adresse macht die Abwicklung für den Versand. Da gibt es auch alle Informationen. Der dritte Schritt ist einmal der Ablauf. Wie kauft ihr es im Pokémon Center? Da werde ich das mit euch zusammen einmal kaufen. Der vierte Schritt ist einmal nachträgliche Kosten. Was kommt denn auf euch noch dazu? Weil die Sachen werden ja nicht final bei dem Preis bleiben. Natürlich muss das ja auch zu euch verschickt werden. Der Proxy-Service hat auch eine kleine Gebühr, die aber echt nicht hoch ist, und Zoll- und Einfuhrabgaben. Aber kleiner Spoiler, es wird trotzdem günstiger sein als das, was hier auf dem Markt angeboten wird. Schon allein, weil das Display viel, viel günstiger im Einkauf ist für uns als zum Beispiel für die Händler. Aber ja, ich würde sagen, fangen wir an mit dem ersten Schritt und das ist die passende Erweiterung. Und dafür nutzen wir den Google Übersetzer, aber nicht den Google Übersetzer auf der Google Seite, bei der ihr mit Copy und Paste alles einzeln übersetzen müsstet. Nein, wir haben hier eine Browser-Erweiterung. Dann könnt ihr ihn oben rechts anklicken. Ihr seht ihn hier sogar über meiner Facecam, das blaue Icon. Und dann könnt ihr, wie hier in dem Beispielbild, Wörter markieren, die werden übersetzt, oder auch Texte markieren. Wichtig, er kann nur markierte Sachen übersetzen. Wenn ein Wort in einer Bilddatei ist, dann funktioniert das natürlich nicht, weil er darauf keinen Zugriff hat. Das geht ja auch gar nicht. Aber ihr könnt auch, wenn ihr ganz faul seid, das Icon anklicken, was ich euch eben gezeigt habe, Translate this page, und dann wird alles auf dieser Seite, was markierbar ist, übersetzt von Japanisch auf Deutsch. Es ist jetzt nicht eine 1:1 perfekte Übersetzung, wie es richtig wäre, aber es ist trotzdem noch eine sehr, sehr gute Übersetzung. Und mit diesem Tool konnte ich mich bisher auf jeder japanischen Seite, englischen Seite, chinesischen Seite durchklicken, ohne Probleme. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Und nun kommen wir tatsächlich schon zu dem wichtigsten Punkt für dieses Video, eine Proxy-Adresse. Die benötigt ihr, wenn ihr was im Ausland bestellen wollt, aus zwei
Gründen. Der erste Grund ist zum Beispiel, ihr wollt euch in Schweden von 10 unterschiedlichen Händlern 10 Produkte kaufen. Ihr müsstet 10-mal Versand nach Deutschland bezahlen. Das ist natürlich blöd. Dadurch macht ihr es so, ihr nehmt die 10 und schippt es zu eurer Proxy-Adresse, macht aus 10 Paketen ein Paket und dadurch bündelt ihr das Ganze, spart sehr viele Versandkosten. Da macht Proxy Sinn. Und der zweite Grund ist einmal, wenn ihr euch was aus dem Ausland bestellen wollt und die verschicken das nicht nach Deutschland. Die machen das einfach nicht. Wie hier in diesem Beispiel Pokémon Center in Japan. Die verschicken nicht nach Deutschland. Dann nutzt ihr einen Proxy Service. Da ist das Pokémon Center. Die schippen dann zum Proxy Service und der schippt es dann zu euch. Das ist quasi die Brücke, die ihr euch damit aufbauen könnt. Und das ist sehr, sehr, sehr praktisch. Der Proxy-Service will natürlich auch noch ein bisschen was dran verdienen, aber es ist wirklich nicht teuer. Und dafür nutze ich persönlich 2 Proxy-Service-Seiten. Die erste ist einmal Tenso. Und hier seht ihr, Moment mal, das ist nicht auf Deutsch. Dieser Sprache kann ich nicht lesen. Dadurch, dass ihr aber aufgepasst habt, könnt ihr die Seite sofort ins Deutsche übersetzen. Und dann steht hier auf einmal alles, was ihr wissen müsst. Ich finde Tenso sehr, sehr gut, ist preiswert. Und das funktioniert auch richtig gut. Wie ihr das alles umsetzen könnt, zeige ich euch. Der zweite Proxy-Service ist einmal Forward2Me. Und da muss ich euch sagen, Freunde, der ist ein bisschen teurer als Tenso. Die wollen einfach mehr Geld verdienen. Wie ihr jetzt diese Daten, wie ihr euch da anmelden könnt und diese Daten ins Pokémon Center einpflegen könnt, habe ich euch schon mal in einem Video erklärt. Und das werde ich jetzt für euch abspielen. Wir werden jetzt einmal hier einen Account erstellen. Ihr seht schon hier, habe ich schon was für euch bereitgestellt. Einmal dummihash@web.de und da werden wir mal reingehen. So, die E-Mail wurde geschickt und jetzt schauen wir einmal hier rein. Das ist jetzt hier eine Dummy-Adresse, die wird danach wieder gelöscht. Und da ist sie schon, forward to me, set your password. Das machen wir natürlich. Und nun habe ich hier ein Passwort eingegeben. Natürlich wird das hier nicht verraten. Und dann sind wir jetzt hier auf der Seite. Und da seht ihr schon diese ganzen Proxy-Adressen, die ich gemeint habe. United Kingdom, Guernsey, sagt mir jetzt gerade nichts, aber auch mit Pfund. Deutschland, Japan und Türkei. Und das ist die japanische Adresse, Leute. Die benötigt ihr denn jetzt, wenn ihr was aus Japan bestellen solltet. Bevor wir das aber machen, gehen wir auf unser Profil. Da haben wir nochmal alles und dann gehen wir einmal auf My Addresses und dann könnt ihr nochmal hier Shipping Address, Billing Address, da gebt ihr eure echte Adresse ein, weil die bekommen das ja von Pokémon Center zum Beispiel. Das ist die Adresse, an der sie es weiter schicken werden. Eure Adresse, da trägt ihr dann eure echte Adresse ein. Das macht jeder für sich selber. Teil mit Tenso ist aber, ihr zahlt viel, viel weniger Versand. Das ist transparenter. Wir wissen sofort, wie hoch die Servicegebühren sind. Und das sind ein paar wenige 100 Yen plus die Versandkosten mit 4000 Yen. Wenn ich das zusammenrechne, ist das um einiges angenehmer als Forward2Me. Und das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Deswegen mache ich dieses Update-Video. Nachdem ihr euch bei Tenso angemeldet habt, seid ihr auf der Startseite und seht sofort eure Daten, die ihr benötigt zum Anmelden auf dem Pokémon Center. Ihr klickt dann unten rechts auf die blaue Schrift und da seht ihr dann die Daten, was ich persönlich halt viel, viel besser finde als bei Forward2Me, muss ich sagen. Die Daten, die ihr dann einfach 1:1 im Pokémon Center auf der Anmeldeseite eingeben müsst, wenn ihr euch einen Account erstellt. Wenn ihr schon einen Account habt, dann müsst ihr einen zweiten Account erstellen, weil ihr ja eine zweite Adresse habt. Ihr habt jetzt einen zweiten Proxy-Service und ihr wollt eine zweite Box bestellen, dann müsst ihr müsst einen zweiten Pokémon Center Account erstellen. So, Freunde, durch den Proxy-Service habt ihr die Daten in eurem Pokémon Center Account hinterlegt. Ihr seid jetzt hier auf dieser Seite und seid bereit, das Pokémon Set 151 zu bestellen. Ihr seht auch sogar schon hier, da poppt es direkt auf. Das klickt ihr zum Beispiel direkt an und dann kommt ihr zu dieser Seite. Wir zoomen kurz hier rein. Ich werde es euch trotzdem auch nochmal verlinken, sollte das nicht auf Anhieb bei euch kommen. Und da seht ihr einmal, das ist die Box, die wollen wir kaufen. 5800 Yen umgerechnet, das kann der jetzt nicht übersetzen, umgerechnet unter 40 Euro. Das ist wirklich ein guter Deal. Und da steht es auch sogar, ich scroll runter, auf Bestellung gefertigt, Pokémon-Kartenspiel Scarlet Violet. Was müsst ihr dafür beachten? Ihr habt noch Zeit, Freunde. Ihr müsst das nicht sofort machen. Ihr habt Zeit ab heute 15 Uhr japanische Uhrzeit, das ist 8 Uhr morgens bei uns, bis zum 21. Juni Mittwoch. Da würde ich sagen auch bis 8 Uhr morgens unserer Zeit. Also, ihr habt lange Zeit, ihr könnt das auch erst morgen machen, wenn ihr möchtet. Und da haben wir noch hier ein paar Randinformationen von der Seite. Und da springen wir ganz kurz rüber, damit ihr das besser lesen könnt. Hier steht nochmal alles zusammengefasst. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Zwar schreiben sie, es wird so lange ausgeliefert, wie die Vorräte da sind. So viel wie erreicht wurde. Hier steht begrenzt auf eine Box pro Person. Das bedeutet, eine Box
pro Account, deswegen mehrere Proxy-Adressen, mehrere Accounts mit quasi anderen Identitäten, dann seid ihr am sichersten, wenn ihr euch mehr als eine Box holen wollt. Dann haben wir noch hier die Info, dass der Versand, das Versandzeitenmuster, also wann werden die Boxen verschickt, geplant einmal im September, zweite Welle im Oktober, dritte Welle im November und die vierte Welle ist einmal im Dezember. Es wird vier Wellen geben, es kann sein, dass ihr halt erst, wenn ihr Pech habt, spätestens im Dezember die Sachen dann rausgeschickt werden. Aber das ist auch wichtig, ihr werdet ja nicht gleich belastet. Ihr werdet erst belastet, wenn es soweit ist. Und da sehen wir auch Welle 1 Anfang August. Welle 2 ist dann zum Beispiel Ende September. Jetzt poppt immer dieser Übersetzer auf. Welle 3 Ende Oktober, Welle 4 Ende November. Also immer kurz bevor es verschickt wird, wird dann erst eure Kreditkarte belastet. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Und dann würde ich sagen, bestellen wir das einmal. Ihr klickt einmal hier drauf, das meinte ich vorhin. Dieser Button wird jetzt nicht übersetzt, weil der Schriftzug in diesem Bild drin ist. Das kann Google nicht machen, aber alles, was ich markieren kann, kann Google übersetzen. Okay, 1 geht maximal. Wir klicken hier drauf auf die Bestellung. Im Warenkorb hinzugefügt, siehe den Warenkorb. Und dann sind wir hier einmal im Warenkorb von der Seite und das scrolle ich einmal runter. Hier müsste ich jetzt wieder die Seite separat übersetzen und dann sehe ich, genauso wie ganz am Anfang vom Video, in Klammer auf Bestellung gefertigt, 5800 Yen. Und dann scrolle ich runter, gehen Sie zum nächsten Schritt und dann ist der nächste Schritt halt einmal hier mit sensiblen Daten dastehen. Ich werde das aber hier in diesem Video zensieren, damit ihr nicht meine Daten habt. Hier stehen dann zum Beispiel, das kann ich euch aber auch zeigen, einmal euer Name, das ist einmal hier euer Name, dann die Adresse von eurem Proxy-Service und dann die Telefonnummer vom Proxy-Service. Dann ist wichtig, ihr scrollt hier runter und dann seht ihr einmal Liefertermine, nicht spezifisch, das heißt, sobald sie verschicken können, verschicken sie es oder ich kann es auch angeben zu einer bestimmten Uhrzeit, aber das ist nicht relevant, weil wir es persönlich nicht entgegennehmen werden. Dann gehen wir hier runter, gehen sie zum nächsten Schritt und der nächste Schritt ist dann die Bestellung aufgeben. Und dann sehen wir hier einmal, wenn ich jetzt diese Seite noch einmal für uns übersetze, zuletzt verwendete Kreditkarte, das ist die Zahlungsmöglichkeit, oder wenn ich hier eine andere Zahlungsmöglichkeit hinterlegen möchte. Ihr habt eine neue Kreditkarte, dann könnt ihr das einmal hier angeben, Barzahlung bei Lieferung, Bezahlung in Convenience Stores, das funktioniert für uns nicht. Dann habe ich einmal hier die Kreditkarte vom letzten Mal, die lasse ich so, die möchte ich wieder benutzen. Ich gehe zum nächsten Schritt zu der Bezahlung, jetzt wieder Seite übersetzen und dann habe ich hier eine Zusammenfassung, einmal die Box, 500 Yen, hier steht auch sogar Bewerbungszeitraum noch einmal, 15.30 Uhr, 500 Yen Versand zu der Proxy-Adresse, bin ich damit zufrieden, einmal hier wieder die sensiblen Daten, das sind eure Adressdaten, die werde ich auch wieder zensieren und dann gehe ich ganz runter auf den orangenen Knopf und da steht dann einmal bestätige den Kauf, da klicke ich an. Und dann ist der Kauf eigentlich durch und dann muss ich halt warten, bis es ausgeliefert wird. Ich gehe nochmal auf Seite übersetzen. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Und nun kommen wir zum letzten Punkt, nachträgliche Kosten, die wir noch haben. Was haben wir hier? Also vom Pokémon Center, was wir eben gekauft haben, wird das zum Proxy Service verschickt und sobald es dort ankommt, bekommt ihr eine Benachrichtigung und der Proxy Service sagt, okay, jetzt ist was da. Und sobald ihr euer Okay gibt, verschickt der Proxy-Service es zu euch nach Deutschland. Ihr könnt zum Beispiel warten, bis eure 10 Bestellungen beim Proxy-Service da sind. Der bundelt das zu einem Paket und verschickt das dann zu euch nach Deutschland. Es wird nicht automatisch verschickt, erst wenn ihr euer OK gibt. Das finde ich halt auch sehr, sehr gut. Hier in dem Fall haben wir das Display und vielleicht noch ein paar Hüllen, die wir uns eben angeschaut haben. 3-4 Sachen. Und dann fragt ihr euch, okay, der Proxy-Service fragt euch, mit welchen Versanddienstleister soll er es zu euch nach Deutschland verschicken und wie schnell soll das gehen? Ihr habt zum Beispiel DHL, FedEx, UPS, je nachdem, was der so euch anbietet. Und umso schneller es bei euch da sein soll, auch umso teurer wird es natürlich. Plus sind die unterschiedlichen Versanddienstleister auch unterschiedlich teuer. Das heißt, Versandkosten kommen auf euch auf alle Fälle noch zu. Damit müsst ihr einfach rechnen, das ist völlig normal. Wenn man was bestellt, hat man Versandkosten, vor allem aus Japan. Die sind in der Regel recht human. Je nachdem, wie sperrig die Produkte sind, die ihr euch kauft, desto höher fallen die Versandkosten aus. Aber bei sowas werden die Versandkosten recht human sein.
Dann haben wir noch einmal die Proxy Service Gebühr. Der Proxy Service verdient erst damit sein Geld. Die ganze Abwicklung, die Pakete zusammenstellen, dann die Pakete nehmen und die dann nach Deutschland zu verschicken, das ist Zeit und Aufwand und das muss bezahlt werden. Das ist völlig normal, da braucht man sich nicht wundern, aber es ist auch sogar recht günstig. Ich habe in der Regel 400-500 Yen bezahlt, das sind ein paar Euro. Das ist nicht mal ein Döner. Das ist günstiger als ein Döner und das ist auch völlig gerechtfertigt. Natürlich, das kann so sein, wenn ihr jetzt extrem viele Sachen bestellt habt, dann ist vielleicht die Servicegebühr höher. Hatte ich persönlich noch nicht gehabt. Die war bei mir immer gleich hoch, auch wenn ich sperrige Sachen hatte, kleine Sachen, die war immer gleich hoch. Aber ich sage es einfach mal nur so, wenn ihr jetzt extrem viele Sachen habt und ihr denkt euch, okay, der hat jetzt viel Aufwand, dann wird es auch ein bisschen teurer sein, vermute ich. Okay, dann verschickt der Proxy Service, hier ist das Pokémon Center, Proxy Service zu euch nach Deutschland. Und was kommt dann auch auf euch zu? Natürlich Zollkosten und Einfuhrabgaben. Das ist jetzt ein Land, Japan, was nicht in Europa ist. Ihr müsst einen Zoll und die Einfuhrabgaben bezahlen. Einfuhrabgaben ab 150 Euro und Zoll wird immer fällig. Wie hoch ist die Geschichte? Ungefähr könnt ihr sagen, die Produktkosten plus die Versandkosten von Japan, vom Proxy Service nach Deutschland, das addiert ihr und dazu ein Viertel nehmt ihr und das wird nochmal draufgerechnet und dann ist das der finale Preis. Also ihr zahlt nochmal ein Viertel on top an Vaterstaat, das haben wir auch immer, wenn wir aus dem Ausland bestellen, in dem Fall beziehungsweise außerhalb von Europa. Da ist das ist halt einfach so und dann habt ihr den finalen Preis und da müsst ihr euch halt vor Augen halten, okay, mit diesem finalen Preis lohnt sich das jetzt aus Japan zu bestellen oder lohnt sich das mehr von einem Shop zu bestellen? Und in den meisten Fällen oder in so einem Fall lohnt sich das halt tatsächlich, es selber aus Japan zu bestellen, weil wir für das Display einen super günstigen Preis zahlen. Das ist der einzige Punkt, bei dem wir sparen können, wenn das Produkt, was wir aus dem Ausland holen, so viel günstiger ist, dann sparen wir und dann lohnt sich der ganze Aufwand. Wenn aber das Display jetzt auch bei 100 Euro liegt und das fängt schon bei 100 Euro an, plus diesen ganzen Aufwand, dann kann man sich das bei einem Shop kaufen. Aber hier bei diesem Angebot lohnt sich das auf alle Fälle, das zu machen. Es ist nicht schwer, ich fasse es euch kurz nochmal zusammen. Google-Erweiterung geholt. Dann habt ihr einmal den Proxy-Service erstellt oder euch da angemeldet. Mit den Daten vom Proxy-Service geht ihr zum Pokémon Center, überträgt die Daten, damit ihr dann auch alles dahinterlegt habt. Kauft die Sachen vom Pokémon Center, dann zum Proxy-Service, der macht euch daraus ein Paket. Und dann, wenn ihr euer Okay gibt, verschickt der das nach Deutschland. Ihr zahlt nochmal Zoll-Einfuhrabgaben und dann habt ihr die Sachen hier. Und ich sag's euch, Freunde, macht das einmal durch und wenn ihr das habt, dann ist der Aufwand, wie das alles funktioniert, das ist immer gleich. Es ist immer die gleiche Abfolge und es ist nicht schwer. Und ja, ihr müsst einfach mal reinkommen. Und so funktioniert das. So könnt ihr euch Sachen aus dem Ausland, hier in dem Fall Japan, bestellen. Anhand dem Beispiel vom Pokémon 151Z. Lasst gerne ein Like und ein Abo mit der Glocke da, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt auch gerne einen Kommentar, was ihr euch jetzt holen werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.